Max Rules. Chapter 5, Bows and Arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create, and the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Making arrows is easy, but getting them back is even easier. So always collect them after a fight, no matter where they are stuck. Also selbst wenn die Pfeile den Zombie hintern stecken, können wir sie immer noch zurückholen. So, jetzt haben wir den Bogen. Auf den können wir auch umschalten und mit der rechten Maustaste zielen. Das wird jetzt nämlich auch bitter nötig sein, wenn wir das hier nämlich öffnen. Und zwar, sobald der Kreis zu einem Fadenkreuz wird, können wir besser treffen. Beziehungsweise machen wir einen Kopfschuss, der ein Instant-Kill ist. Ah. Aber vor den schnellen Wegrennen ist besser. Erst einmal auf Abstand gehen. Und manchmal ziehen wir auch daneben. Und ja, wir müssen das jetzt so lange machen, bis der Alarm aufhört. Oh. Man sieht schon, es war gut, dass ich so viele Pfeile gemacht habe. So, noch du. Da kommt noch einer. Und das war's auch schon. So, jetzt können wir die Pfeile hier einsammeln. Jedenfalls die, die in Gegnern stecken. Hier sind keine. Ah, ich weiß, dass hier noch welche sind. So. 43 haben wir schon mal. Man sollte gucken, dass man sich so viele von seinen Pfeilen wie möglich wiederholt, weil hier können wir trinken. Hier sind noch Pfeile. Ja, einen haben wir, glaube ich, irgendwo in die Pampa verschossen. Den werden wir nicht wiederfinden. Aber die anderen beiden, die noch fehlen, hätte ich gerne wieder. Okay, den Kanister haben wir schon mal. Und es wird wieder Tag. Komm schon, ich will meine Pfeile wieder haben. Na gut. Dann verzichten wir auf die restlichen Pfeile, die restlichen zwei. Und machen uns lieber wieder auf den Rückweg. Und zwar durch die Zombies hier. Da haben wir noch eine besondere blaue Blüte aufgesammelt. Und der Hirsch ist leider weg. Das könnten wir jetzt mal versuchen, auf den zu schießen. Ah, da kommen wieder neue Zombie-Jungs. So. Meine Pfeile wiederholen. Manchmal ist es auch praktisch zu schießen, bevor es rot wird, damit sie zurücktaumeln nämlich. Und man merkt, mit Pfeil und Bogen macht man wenig auf sich aufmerksam. Ah, hier bin ich. Außer sie haben einen nicht schon entdeckt. So. Gut. Da liegt einer, den hätte ich fast übersehen. Der ist zu weit weg für einen Kopfschuss. Der hatte Stoff bei sich. Gut. Ja, wenn wir eine fressende Meute aufschrecken, dann stehen halt alle auf.
Das sollte uns klar sein. So. Und jetzt haben wir unsere erste Möwe erlegt. Mal sehen, ob wir noch eine erwischen hier. Ja, dich da. Denn die Federn können wir gut gebrauchen. So. Jetzt eilen wir mal los und reden mit ihm hier. Geben ihm das Benzin. Und haben einen Stufenaufstieg. Sehr gut. Den benutzen wir jetzt für schnelles Zielen. Damit wir mit dem Bogen oder allgemein mit den Waffen besser zielen können. Bessere Chance, ohne genau zu ziehen, einen Kopfschuss zu landen. Kritischer Treffer. Ne, wir machen auf jeden Fall erstmal das hier. Man sieht, das hier sind Fähigkeiten fürs Überleben, sogar Erfahrungspunkte-Bonus hier runter. Hier sind Schutzsachen. Und das hier ist halt Kampf, also hauptsächlich Pfeile, Molotow-Cocktails und sowas. So, wir haben ihm jetzt das Benzin gegeben, damit repariert, kümmert er sich mal ums Boot, während wir nach einem weiteren Überlebenden gucken sollen, der da oben ist, genau, bei dem Ausrufezeichen. So, noch mehr Zombies und man merkt, wir können schon ein bisschen besser zielen jetzt, da wir die Fähigkeit ausgewählt haben. Sehr gut. Da ist noch eine Möwe. Die holen wir uns. Die anderen fliegen weg. Ah, drei Federn haben wir schon mal. Nummer vier. Und das hier ist der Kovac höchstpersönlich. Oh, so you are alive. Trying to. So, I've been on. So, er stellt sich mal schön vor und sagt, wenn wir überleben wollen auf dieser Insel, sollen wir in sein Überlebenscamp kommen. Dazu sollen wir sein Boot hier benutzen, das Ruderboot. Damit kommen wir nach La Vendida Island. Oder wie man das auch immer richtig ausspricht. Kriegen wir kurz den Ladebildschirm und sind schon da. Wir schnappen uns gleich noch eine Möwe. Und jetzt können wir mit den Federn unsere Pfeile verbessern. Wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir klassische Pfeile mit Federn. Die können wir jetzt. Die machen jetzt viel mehr Schaden als unsere normalen Pfeile. So, jetzt können wir uns erstmal hier am Anfang durch seine Schrotthalde umgucken. Der hat nämlich wirklich eine wahre Schrotthalde hier. Und finden noch etwas Feuerstein. Noch so eine blaue Blüte. Eine leere Flasche, einen Holzstock. Und können hier das Ding einschlagen. Und kriegen das Rezept für einen Molotow-Cocktail. Also mit einer Flasche, Benzin und einem Stofflumpen können wir Molotow-Cocktails machen. Wenn wir mal gegen eine Gruppe kämpfen müssen. So, dann reden wir mal mit dem Kovac. Willkommen im Kovac-Land. Na, aufräumen bringt hier nicht viel. Er zeigt uns jetzt auf jeden Fall, wie man am besten überlebt. Also jetzt kommen die ganzen How-to-Survive-Aspekte hinzu. Also Essen, Trinken, Schlafen und Sachen basteln. You think these mutants so? Look at you. Ja, ja, es kritisiert ja, dass wir dürr sind wie eine Bohnenstange. Und dass wir hier die Rampe rauf, Wurzeln zu essen finden, die wir einsammeln sollen und essen sollen. Aber wir sollen vorsichtig sein, weil hier sind Zombies. Und zwar nicht irgendwelche Zombies, sondern teilweise sogar Soldaten. Mutierte, die noch ihre Helme tragen. Auch wenn die aussehen wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Und man merkt schon, mit den besseren Pfeilen machen wir auch viel mehr Schaden. Und wir können die Helme einsammeln. Und uns selber aufsetzen. Da können wir was
einschlagen. Helm mit Knochen. Also ja, wir können den einen Helm nehmen und den verbessern. Ich nehme jetzt mal statt Knochen, weil ich so viel habe, Feuerstein. So. Den kann ich jetzt ausrüsten. Sieht zwar etwas seltsam aus, wenn sie den so trägt. Und nebenbei die Hungeranzeige ploppt gerade hoch. Und zwar ziemlich stark hoch. Aber gut, gucken wir mal, dass wir die Wurzeln hier fertig einsammeln. Hier ist noch eine einzige. Diese hier nämlich. Und dann mal was davon knabbern. Man sieht, die Wurzeln bringen gerade mal 20%. Deswegen können wir ruhig ein paar mehr davon essen und sammeln. So, damit hätten wir das erledigt und können wieder zum... Nein, halt können wir nicht. Wir haben das Kovac-Handbuch hier übersehen. Kovacs Rules. Chapter 6. Eating. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about eating. Lack of food means no energy, and no energy means you won't have the strength to fight zombies. In this environment, you can find many roots to eat. You can also fish, and you can hunt for meat. Never ever eat uncooked meat. It will kill you. Uncooked meat here is full of many deadly parasites. Always cook meat before eating. Finally, remember that fresh meat is a magnet for predators around here. Fresh meat will attract zombies. You have been warned. Also ja, niemals mit einem rohen Suppenhuhn durch die Gegend laufen und es gegen einen Baum werfen, dass es einem auf den Kopf landet. Aber gut. Er hat uns damit klar gemacht, wenn wir am Verhungern sind, dann schlagen wir nicht mehr so stark zu. So. Wir haben ihm gesagt, dass wir jetzt wissen, wie man isst. Also wie man was zu essen findet. Jetzt zeigt er uns die nächste Lektion. Aber erstmal gucken, wie hier rein, hier drin ist. Nichts. Hier ist nur eine Heilpflanze, die wir gleich mal kombinieren können. So. Biegsamer Ast, den sammeln wir auch gleich ein. Denn daraus könnten wir uns jetzt mit Werkzeug und Faden eine Angel bauen. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Reden wir erstmal wieder mit ihm. The second thing, hydration. In other words, drink water. Lots of. Without water. Yep, Chapter jetzt geht 7 es um Wasser. Okay. The water there is. Und jetzt sagt er uns, dass im Norden hier von dem Gebiet ein Brunnen ist, von dem wir trinken können. Da müssen wir uns erstmal hin vorkämpfen und unterwegs alle möglichen nützlichen Sachen einsammeln. Unter anderem finden wir auch wieder ein paar Wurzeln und exotische Früchte. Exotische Früchte sind eigentlich auch ein Wasserspeicher, ein ziemlich guter. Also die machen... geht erstmal weg von mir, so. Sprint ist immer gut, um kurz Distanz zwischen die Zombies und sich zu bekommen. So. Ich merke gerade übrigens, dass mir zwei Pfeile fehlen. Aber, naja, nicht so schlimm. Die werde ich jetzt nicht suchen gehen. Obwohl, hier steckt ja ein Pfeil, noch ein Pfeil. Und ein Helm. Der ging ins Blaue. Das ist manchmal so, wenn man nicht aufpasst, dann fliegen die Pfeile irgendwo hin, nicht nur nicht dahin, wo sie hin sollen. Und sind meistens auf immer Wiedersehen weg. Vor allem, wenn man manchmal den nervösen Finger hat, wie jetzt gerade zum Beispiel. Oh. Na, das war nicht gut. Bei den einzelnen ist weggerannt und die nächsten aufgescheucht.
So. Klassische Pfeile. Sammeln wir alle gleich mal ein. Hier ist wieder eine Absperrung. Und ein biegsamer Ast. So, noch zwei Zombies weg. Das macht richtig viel Spaß, mit dem Bogen auf Zombies zu schießen. Oder auf Wildschweine. So.